Herzlich willkommen zu unserer dritten Passionsandacht. Wir laden Sie, euch ein, sich eine Zeit der Stille zu nehmen. Gott selbst möchte Ihnen und dir begegnen. Wir sind seine geliebten Kinder. Ein Mann hatte einen Traum. Sein ganzes Leben steht ihm vor Augen. Es ist wie eine lange Wanderung am Meeresstrand. Und immer sieht er zwei Fußspuren, die im Sand nebeneinander hergehen. Das eine Paar gehört ihm, das andere Gott. Viele Male entdeckt er aber nur ein paar Schritte im Sand. Und zwar genau in den Situationen des Lebens, die besonders leidvoll waren. Zweifelnd wendet er sich an Gott. Warum hast du mich denn ausgerechnet in den tiefsten Nöten meines Lebens allein gelassen? Da sagt Gott zu ihm: Mein geliebtes Kind, die Male im Leben, wo du nur ein paar Schritte erkennst, waren Zeiten, wo ich dich auf meinen Schultern getragen habe. Das Thema unserer Passionsandacht heute lautet von Liebe und Leid. Wir feiern unsere Andacht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Zeit der Besinnung und Ruhe. Begegne du uns selbst in deinem Wort und segne Reden und Hören. Amen. Taufe und Versuchung, Markus 1, die Verse 9 bis 13. Eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Gleich darauf drängte der Heilige Geist Jesus, in die Wüste zu gehen. 40 Tage lang wurde er dort vom Satan versucht. Er lebte mitten unter den wilden Tieren und Engel sorgten für ihn. Gethsemane, Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, die Verse 36 bis 46. Dann nahm Jesus sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen: Bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus: Konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und wieder ließ er sie zurück und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Wieder ging er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie schliefen, denn sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten, und sprach die gleichen Worte. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus?
Nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Seht, mein Verräter ist schon da. Guten Tag, ich bin Christa Malke und ich trage Ihnen jetzt eine Passionsandacht von Christiane Domnick vor. Sie hat den Titel Von Liebe und Leid. Hallo, mein Name ist Johanna. Ich lebe in einer verrückten Zeit. Nein, es ist nicht Ihre Zeit. Es ist nicht das Jahr 2022, obwohl das auch ein verrücktes Jahr ist. Gehen Sie so ca. 2000 Jahre zurück, dann sind Sie in meiner Zeit. Ich lebe zur gleichen Zeit wie Jesus und habe Dinge gesehen und gehört, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Von diesen Dingen möchte ich Ihnen gerne erzählen. Das eine Ereignis fand am Anfang von Jesu Wirken auf der Erde statt, das andere am Ende. Manches habe ich aus der Ferne selbst mit angesehen. Anderes habe ich von meinen guten Freunden Matthäus und Markus erzählt bekommen. Wissen Sie eigentlich, wie Jesu Wirken in der Öffentlichkeit begann? Es war sensationell. Jesus ging dort tatsächlich zu Johannes dem Täufer, um sich taufen zu lassen. Und als Jesus in das Wasser des Jordans steigt, da reißt der Himmel auf. Und durch diese Lücke im Himmel kommt der Geist Gottes in Gestalt einer Taube auf Jesus herab. In dem Moment, als die Taube herunterkommt, hören alle eine gewaltige Stimme aus dem Himmel. Diese Stimme sagt: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Großartig, oder? Jesus' Beziehungsstatus wird geklärt. Diese Stimme aus dem Himmel, das ist Gottes Stimme. Gott selbst spricht Jesus persönlich an. Du bist mein geliebter Sohn. Was schwingt in diesem Satz alles mit? Jesus ist Gottes Sohn. Diese Beziehung ist voller Nähe, Liebe und Freude. Besser kann eine Beziehung nicht sein. Sollte man da nicht annehmen, dass Gott der Vater seinen Sohn vor jedem Leid bewahren wird? Aber stellen Sie sich vor, was direkt nach dieser Taufe und dieser Liebeserklärung Gottes passiert. Jesus wird vom Heiligen Geist, also im Grunde von Gott selbst, in die Wüste geschickt. Ganz konkret. Wüste, das heißt Hitze, Kälte und wilde Tiere. Und das Ganze nicht nur als kurzer Ausflug für ein paar Stunden, sondern für 40 ganze Tage und Nächte. Und jetzt kommt's erst. Dort in der Wüste kommt der Teufel zu Jesus, dieser fiese Gegenspieler Gottes. Der Teufel unterzieht Jesus gemeinen Prüfungen. Er versucht, die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater kaputt zu machen, zum Beispiel indem er Gottes Wort verdreht. Kann man sowas fassen? Eben noch sagt Gott, wie sehr er Jesus liebt, und kurz danach mutet er seinem geliebten Kind so viel zu. Manchmal geht es auch uns so, oder? Wir hören, dass Gott uns liebt und verstehen nicht, warum wir durch so schwierige Zeiten gehen müssen. Wie kann Gott Leid zulassen, wenn er doch die Liebe höchstpersönlich ist? An dieser Frage knabbere ich immer wieder herum. Und wo nicht nur ich. Ganz klären kann man diese Frage vermutlich nicht. Aber je länger ich darüber nachdenke, umso deutlicher wird mir, dass Liebe und Leid sich nicht immer ausschließen müssen. Vielleicht hat Gott Jesus extra vor dieser schwierigen Zeit noch einmal so deutlich gesagt, dass er ihn so unendlich liebt, damit Jesus gerade im Leid daran nicht zweifelt. Jesus war in der Wüste mit diesem Wissen, dass Gott ihn liebt, er keinen Fehler gemacht hat und Gott sich immer noch über ihn freut. Und trotzdem sollte er durch diese schwierigen 40 Tage gehen. Diese Wüstenzeit ist keine Bestrafung. Unterstrichen wird das noch dadurch, dass Jesus nicht allein in der Wüste war, denn Engel waren da, die ihm dienten.
Gott lässt Jesus in der Wüste im Leid nicht allein. Er versorgt ihn. Irgendwie tröstet mich das. Wenn das bei Jesus so war, ist es bei mir vielleicht auch so. Außerdem zeigt mir diese Begebenheit, dass Gott bei allem der Aktive ist. Gott überwindet die Trennung zwischen Himmel und Erde. Er kommt zu den Menschen, er spricht, er liebt. Und er ist es auch, der Jesus drängt, in die Wüste zu gehen. Er steht ihm dort in der Wüste bei, durch den Dienst der Engel. Gott ist der Mächtige und nicht sein Widersacher. Gott lässt dem Teufel, warum auch immer, noch einen kleinen Spielraum. Aber es ist Jesus, der die Entscheidung trifft, sich für uns hinzugeben. Gott hält die Fäden in der Hand und verliert nicht die Kontrolle. Das ist ein ganz tröstlicher Gedanke. Jetzt möchte ich Ihnen noch von der zweiten Begebenheit aus Jesu Leben erzählen. Und auch hier stelle ich mir immer wieder die Frage, Gott, warum hast du das zugelassen? Circa 3 Jahre lang hatte Jesus schon den Menschen von Gottes Liebe erzählt, hilfreiche Gespräche geführt, Besessene befreit, Kranke geheilt und durch so manches Wunder seine Allmacht gezeigt. Jede Sekunde hatte er so gelebt, wie es Gott seinem Vater gefiel. Und doch sollte er einen so grausamen Tod sterben. Ich habe mir erzählen lassen, in was für einer Verfassung Jesus in der Nacht vor seiner Festnahme war. Nach einem aufregenden und anstrengenden Tag und einem aufwühlenden Abendmahl, bei dem Jesus offenlegt, dass sich im Freundeskreis ein Verräter befindet, ist Jesus nun im Garten Gethsemane. Bei ihm sind alle seine Jünger, bis auf Judas. Jesus wünscht sich, dass 8 seiner Freunde sich hinsetzen und warten. Er selbst geht mit Petrus, Johannes und Jakobus ein Stückchen weiter. Jesus fordert die 3 auf, wach zu bleiben und geht selbst noch ein Stückchen weiter, um ganz allein mit Gott, seinem Vater, zu sprechen. Wenn es einem so richtig dreckig geht, muss man manchmal allein mit Gott sein. Ihm, seinem Vater, erzählt Jesus ganz offen, dass er verzweifelt ist. Traurigkeit und Angst wollen ihn überwältigen. Seine Seele ist zu Tode betrübt. Warum? Nun, er weiß, dass der große Moment kurz bevorsteht, für den er auf die Erde gekommen ist. Er wird verhaftet, gefoltert und gekreuzigt werden. Das ist seine Mission. Das war die ganze Zeit schon des Vaters und sein Plan. Nur indem er sein Leben hingibt und für die Schuld der Menschen bezahlt, all ihre Sünden trägt, können Menschen das erleben, was bei Jesu Taufe passierte. Der Himmel öffnet sich. Eine Verbindung zwischen Himmel und Erde ist möglich. Schuld und Sünde stehen nicht mehr dazwischen. Der Weg zu Gott ist frei. Aber es ist keine billige Gnade. Gott schnipst immer mit dem Finger und sagt, ich lasse 5 gerade sein. Das würde Gottes Gerechtigkeit widersprechen. Also muss für die Schuld bezahlt werden. Das ist gerecht. Gott selbst bezahlt die Strafe. Das ist Liebe. Und so ist Jesus nun im Garten Gethsemane und ringt darum, den schon lang festgelegten Plan umzusetzen. Er erlebt das, was auch wir manchmal erleben. Jesus weiß genau, was richtig ist, hat aber große Angst davor, es zu tun. Er sagt zu Gott, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Erstaunlich, oder? Gott, der Vater und Jesus sind doch eins. Und dennoch ringt Jesus darum, den Willen und Plan seines Vaters anzunehmen. Wenn es eine Alternative gibt, möchte er diesen schweren Weg nicht gehen. 3-mal spricht Jesus mit seinem Vater darüber. Immer wieder sagt Jesus mehr oder weniger dasselbe. Und gleichzeitig verändert sich doch etwas. Während der Gespräche mit seinem Vater entwickelt sich etwas in seinem Herzen. Am Anfang ist dort die Hoffnung, dass der bittere Kelch an ihm vorübergehen kann. Aber auch hier sagt er schon, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus kämpft darum,
den Willen seines Vaters ganz annehmen zu können. Beim zweiten Gespräch mit seinem Vater klingen seine Worte schon etwas anders. Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Jesu eigener Wille hat sich hier dem Willen seines Vaters schon angenähert. Nach dem dritten Gebet ist Jesus bereit. Sein Wille und der Wille seines Vaters stimmen wieder überein. Jesus hat sich das im Gespräch mit Gott erkämpft. Es brauchte Zeit. Vielleicht war es eine gute Stunde lang, vielleicht auch viel länger. Und Gott? Was er zu Jesus sagt, wissen wir nicht. Aber Gott hat ihm die Zeit gelassen, die er benötigte, um sich innerlich durchzuringen. Und ich hatte immer gedacht, dass Jesus das gar nicht nötig hätte. Dass er einfach automatisch und immer genau das Gleiche wie Gott sein Vater will. Hier, in diesem Moment, ist das anscheinend einmal nicht der Fall. Wissen Sie, dass diese beiden Begebenheiten aus Jesu Leben mir weiterhelfen? Weil Jesus diese beiden leidvollen Erfahrungen machen musste, kann er sich wirklich in die Leiden eines Menschen hineinversetzen. Wenn ich also bete, dann kann er intensiv mitfühlen, wie es mir geht. Sein Leid war ja noch um Welten größer als meins. Jesus weiß, wie es ist, wenn man in Versuchung gerät, durch schwierige Zeiten muss, ja, sogar der Teufel selbst einen aufs Glatteis führen will. Jesus weiß, wie es ist, wenn ein Freund einen verrät, die besten Freunde aus Müdigkeit nicht für einen da sein können und die allerengsten Freunde einen enttäuschen. Jesus weiß, wie es ist, wenn Angst einen überwältigt und der Wille Gottes und der eigene Wille nicht übereinstimmen. Übrigens, als der Wille Gottes und sein eigener Wille wieder übereinstimmten, ist seine Angst weg. All das hat er erlebt und deshalb kann er uns so gut beistehen, wenn wir Ähnliches erleben. Wie Liebe und Leid genau zusammenhängen, sich ergänzen oder scheinbar widersprechen, werde ich in der Tiefe wohl nie verstehen. Aber ich will mich immer wieder an diese beiden Begebenheiten erinnern, wenn mir der Gedanke kommen sollte, dass Gott mich vielleicht nicht liebt, weil ich gerade durch schwierige Zeiten gehen muss. Wie ist es bei Ihnen? Wissen Sie sich von Gott geliebt, egal wie die Umstände sind? Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Liebe zu uns, für deinen Weg ans Kreuz, den du für uns aufgenommen hast. Danke, dass wir mit unserer Schuld und unserer Not zu dir kommen dürfen. Du gibst uns Leben die Fülle und schenkst einen Neuanfang. Wir bitten dich um deinen Segen. Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Licht leuchten über dir und mache dich heil. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich hält. Amen.